Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu den Januarlegungen. Besser spät als nie, meine Lieben. Wir haben rückläufiger Merkur, wenn wir in das Jahr starten. Deswegen, da muss man ein bisschen mit Verzögerungen rechnen. Es gibt einen Grund, warum die Botschaften erst jetzt zu euch kommen sollten. Und ja, wir beginnen. Als hier in meinen Legungen gibt es am Anfang immer so einen kleinen astrologischen Forecast, also so eine Vorschau, was astrologisch uns im Januar erwartet. Und das ist für alle Sternzeichen gleich. Wer sich mehrere Legungen anschaut oder wen die allgemeinen Energien nicht interessieren, der wird aber unten in der Infobox einen Hinweis finden, wann er das Intro überspringen kann und wann es dann losgeht mit der Legung für dein Sternzeichen. Was ich ab diesem Jahr auch neu machen werde, ist die Reihenfolge der Sternzeichenlegungen. Ich habe mich jetzt in den letzten Wochen ein bisschen ausprobiert und so, weil die am Ende waren, sich öfters mal gemeldet haben und gesagt haben, oh, wieso müssen wir so lange warten und so. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, dass die Sternzeichen immer mit den Geburtstagskindern beginnen und dann der astrologischen Reihenfolge folgen. Genau, so, wir beginnen, meine Lieben. Ich habe hier zwei Karten rausgesucht, die den Januar symbolisieren. Die acht Stäbe und der Stern, der in diesem Deck, das ist das Psychic Tarot for the Heart, Heal heißt und wo es auch so ein Kettensprengen ist. Und Heal heißt Heilung und Heilung ist auf jeden Fall ein Thema, das uns zumindest Anfang Januar sehr beschäftigen wird mit Venus in Wassermann, ne? Wassermann-Energie, mit dem Vollmond im Krebs am 7.1. Und da können wir tatsächlich so letzte Ketten sprengen, so alte Anhaftungen loslassen, die Kruste loswerden. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier ist so eine alte Kruste, die von uns gehen möchte. Und mit dieser Energie beginnt der Januar so ein bisschen. Aber diese beiden Karten symbolisieren auch noch eine andere Energie, und zwar die Schubkraft, die der Januar hat. Und jeder, der jetzt denkt, so, also ich merke noch gar nichts von der Schubkraft, das ist, ne, das beginnt auch erst ab 12. Januar. Denn am 12. Januar wird Mars direkt. Der war jetzt seit, ich glaube November oder war es Oktober sogar, war der jetzt rückläufig im Sternzeichen Zwillinge. Und Mars macht uns auf jeden Fall wieder agiler, ne? Da ist mehr Action drin, da ist auf jeden Fall eine gewisse Kraft an Vorwärtsenergie wieder zu spüren. Wenige Tage später wird endlich Merkur wieder direkt. Merkur ist aktuell im Steinbock, am 18.01. nämlich. Das heißt, wir haben zwischen 12. und 18.01. die erste Energie, die diese acht Stäbe symbolisiert. Vor allem, ne, Merkur ist unser Kommunikationsplanet und Mars in den Zwillingen. Zwillinge ist auch drittes Haus Energie, also auch die Kommunikation. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwelche Informationen gibt oder irgendwelche Impulse, ne, die uns nach vorne treiben werden. Dann am 20. Januar tritt die Sonne ins Sternzeichen Wassermann ein, ne? Wieder geballte Wassermann-Energie. Venus ist bereits im Wassermann und Saturn ist noch im Wassermann. Am 21. haben wir den Neumond im Wassermann, der erste Neumond in diesem Jahr ist. Das heißt, der wird auch eine stärkere Auswirkung auf uns haben, vor allem mit der Schubkraftenergie, die uns bewegt. Und am 22., also einen Tag nach dem Neumond, wird Uranus direkt. Und Uranus ist seit August rückläufig. Und Uranus ist der Herrscherplanet von Wassermann. Das heißt, wir haben sehr, sehr, sehr viel Energie von, ne, sehr viel Wassermann-Energie im Januar. Und wir ziehen ja im März ins Wassermann-Zeitalter ein. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt eben im Januar diese Schubkraft hin Richtung neues Zeitalter auch beginnt. Eben mit dieser starken Wassermann- beziehungsweise mit dieser starken direktläufigen Energie. Wir haben dann erstmal keinen einzigen Planeten mehr, der rückläufig ist. Also nichts, das uns nach hinten zieht, wenn wir diese Energie zu nutzen wissen. Also alles ist sehr zukunftsorientiert. Am 27. Januar, dann Ende des Monats, tritt Venus in Sternzeichen Fische ein. Da schauen wir mal. Ich werde definitiv zum Neumond und zu Uranus direkt, weil das wird der Startschuss sein für diese Vorwärtsenergie.
nochmal genauer auf alles eingehen, aber das ist so ein bisschen jetzt der Ausblick auf den Januar. Und wie gesagt, wer jetzt diese Legung hier Anfang des Monats schaut und sagt, ich merke nichts von dieser Schubkraft, keine Sorge, ne? Schleichender Jahresübergang, habe ich jetzt mehrmals gesagt. Das merken wir erst, ich würde mal sagen, so rund um den 20. herum. Also 18. bis 22.1. wird diese Schubkraft deutlicher. Genau. So viel dazu. Ich habe versucht, mich heute kurz zu halten. Ich beginne jetzt mit den Sternzeichen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Hallo meine lieben Löwen und herzlich willkommen zu eurer Januarlegung. Meine Lieben, eine Karte liegt hier bereits bei euch draußen. Da bin ich nämlich gerade mit dem Ärmel dran hängen geblieben. Und ich hatte das Gefühl, sie will sich in eurer Legung schon zeigen. Und zwar ist das das Rad des Schicksals. Und die lassen wir jetzt einfach mal noch hier in eurer Legung so legen und so liegen und schauen, was sich zeigt. Ich lege einen kleinen Zeitstrahl aus. Ich frage, wie hat euer Monat begonnen? Mitte des Monats mit der Schubkraftenergie und dann Richtung Ende des Monats. Und dann schauen wir einfach, welche Botschaft herauskommt. Du spürst in dich hinein, ob ich hier deine Geschichte erzähle oder nicht. Und wenn du direkt merkst, nö, das bin nicht ich, dann mach die Legung einfach aus, denn dann ist sie für einen anderen Löwen bestimmt. So, dann schauen wir mal. Liebes Universum, eine Botschaft hier für meine Löwen. Oh, in irgendeiner Legung habe ich die auch als erste Karte gehabt. Das neue Leben, ich glaube in der Widderlegung war das die erste Karte. Okay, dein Monat hat, ja, dein Monat, vielleicht auch dein Jahr, hat mit dem Gefühl von einem neuen Leben begonnen oder dass das dein Vorsatz ist. Vielleicht beginnen irgendwelche neuen Kapitel. Meine Güte, das waren zu viele. Im Wandel, innere Wahrheit, Macht der Fantasie, Frieden, Atmen, tiefes Wissen. Das sind wirklich zu viele. Nochmal, liebes Universum. Okay, eine Botschaft hier für meine Löwen Mitte des Monats. Interessant, die Yang-Energie, auch eine Neuanfangsenergie. Okay. Ich würde sagen, mein lieber Löwe, alles, was du dir jetzt vornimmst, kann sich manifestieren, kann sich verwirklichen. Das gefällt mir sehr gut. Ne, hier ist vielleicht so ein bisschen dieses Pläne schmieden oder ne, nur dieses Gefühl von, dieses Jahr wird was anders oder das mache ich jetzt oder so. Und hier mit der Schubkraftenergie, Yang ist die Energie zum Handeln. Ne, ich lese euch gleich die Botschaft hier vor. Aber ich würde behaupten, dass es ein guter Vorbote, dass du nur noch nach den Chancen greifen musst oder dass sie sich dir präsentieren werden oder dass es irgendwie losgeht. Ne? Die Yang-Energie ist so eine Losgehts-Energie. Und wie entwickelt sich das hier weiter für meine Löwen? Wie? Der schöne Schein. Interessant. Die Masken fallen ist immer das Erste, was mir zu dieser Energie einfällt. Ich bin sehr gespannt, was sich hier zeigt, liebe Löwen. Ast der Ke Okay, vielleicht an meine Single-Löwen. Ne, hier, wir reden hier von neuen Energien, neues Leben, Yang. Da geht's los. Und jetzt haben wir hier auch noch das Ass der Kelche. Aber irgendwas kommt auf dich zu. Irgendwas kommt auf dich zu. So fühlt sich das ein bisschen an. Ja, die zwei Stäbe bestätigen das. Ach, ich wollte euch ja vorlesen, was bei Jan geschrieben steht. Jetzt legen wir erstmal ein paar Karten aus und dann schauen wir, ob es gelesen werden will. So, neues Leben. Liebes Universum. Warum starten meine Löwen mit dieser Energie ins Jahr? Der Gehängte und der Page der Schwerter. Da kann es darum gehen, sich wirklich Gedanken darüber zu machen, was man will und Ziele zu setzen. Na, der Gehängte ist auf jeden Fall so ein bisschen rückläufiger Merkur-Energie, ne? Oder auch noch rückläufiger Mars und auch noch rückläufiger Uranus, dass wir zwar das Gefühl haben, hey, das wird ein gutes Jahr, ich habe Pläne, ich mache mir Gedanken darüber, ich setze mir Ziele. Aber
Ne, das ist noch so, man ist noch so ein bisschen in der Findungsphase, so will ich sagen. Sich damit auseinandersetzen, ja, wo will ich denn eigentlich hin oder was will ich denn eigentlich machen? Kann sein, dass aber auch hier schon ein Angebot mit dem Pagen der Schwerter reinkommt oder dass du jemanden kennengelernt hast und dass da irgendwie auch schon eine Kommunikation entstanden ist, wo du dir Gedanken drüber machst, ne, ja, wo du wirklich genau drüber nachdenkst, will ich das machen? Ist das mein Weg? Die Yang Energie für meine Lüne, oh, Königin der Kelche. I love it. Okay. Und der Page der Münzen, da ist das Angebot. Okay. Ehrlich gesagt, ich glaube, du nimmst es an. Ich glaube, dass hier ein Angebot, König der Schwerter, jetzt sehe ich eine andere Person, dass hier ein Angebot kommt, keine Ahnung, ob, ne, ein Liebesangebot, wir haben das Rad des Schicksals hier, wir haben diese ganze Vorwärtsbewegung hier. Und ich sehe dich erstmal darüber spekulieren, so nehme ich es wahr. Aber dann sehe ich hier mit der Königin der Kelche, was deine Energie ist, dass du, ne, da ist dieses Ass der Münzen, dass du, es wird dir so gereicht und du nimmst es an. Weil es sich richtig anfühlt. Ja, ich nehme das so wahr. Du nimmst es an. Ja, zwei Stäbe. Die habe ich gerade schon mal gesehen als Bestätigung, wo ich gesagt habe, ich glaube, du nimmst es an. Der Turm. Die Königin der Stäbe. Interessant. Okay. Mein lieber Löwe. Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Ich muss jetzt ein bisschen rüberrutschen auf diesen schönen Schein. Kann sein, dass es sowas wie eine Bombe platzen lassen ist. Ich nehme zwar hier noch kein Geheimnis wahr, aber der schöne Schein, warum liegt es hier in deiner Energie? Der König der Kelche. Wuhu, Power Couple Energie. Und die vier Münzen. Aha. Und der Narr, meine Lieben, das neue Leben. Ehrlich gesagt, ich glaube, dass wir hier von der Liebe sprechen. Ich erzähle jetzt eine Liebesgeschichte. Es kann bei dir eine Berufsgeschichte sein, ne? Es kann eine Familiengeschichte sein. Die Energie ist die gleiche. Ich erzähle nur eine andere Geschichte. Wend dir die Energie auf deine Situation an, wie sie für dich passt. Aber hier ist auf jeden Fall ein Austausch mit diesen zwei Pagen. Hier tauschen sich zwei Menschen aus. Page-Energie ist so neu, ne? Neues Leben, Yang-Energie, der Narr. Ich habe eher das Gefühl, wir reden über ein unbeschriebenes Blatt oder auf jeden Fall über etwas, was noch nicht in irgendeiner Art und Weise schon mal in der Form zusammengekommen ist. Und ich weiß nicht, ob wir so ein bisschen oberflächlich ist absolut das falsche Wort. Die Königin der Kelche und der König der Kelche sagen mir nicht, dass es oberflächlich ist, aber ich habe das Gefühl, jeder ist hier, jeder hält so seine, jeder hält, behält mit dem Gehängten noch ein bisschen was für sich und ist erstmal so im Beobachtungsmodus. Und das sehe ich ehrlich gesagt bei euch beiden. Einer, ich lese euch gleich mal die Beziehungsbotschaft dazu vor, ob das auf deine Energie zutrifft oder auf den König der Kelche, das kann ich nicht sagen. Aber einer wird den ersten Schritt machen, ne? Wird das hier konkretisieren. Und ich habe das Gefühl, dass der schöne Schein sagt, die Maske fällt ab von dieser Oberflächlichkeit oder von dieser unnahbaren Energie, weil offensichtlich bei beiden, ne, schon irgendwie mehr emotionaler Input da ist, als man vielleicht preisgeben möchte, ne? Sowas wie, man lernt sich kennen und man bleibt so ein bisschen flirty und distanziert und man, ne, man redet noch nicht so richtig, man wird noch nicht so richtig konkret, aber wenn man sich dann, ne, wenn man dann separat nach Hause geht, macht sich irgendwie jeder dieselben Gedanken und ich habe das Gefühl, kann sein, dass der König der Kelche den ersten Schritt macht und sich öffnet und dieses Ass der Münzen, also ne, ich nehme hier dieses Ass der Münzen wahr, anbietet. Es kann aber auch deine Energie sein, das weiß ich nicht. Aber ich lese euch jetzt mal die Botschaft hier zu Yang vor, meine Lieben. Die Beziehungsbotschaft.
Die Gegebenheiten unterstützen dich in deinem Vorgehen und nichts spricht dagegen, den ersten Schritt zu tun. Vertraue darauf, dass du bald wissen wirst, wo du stehst. In Herzensangelegenheiten gibt es eine Bewegung auf dein höchstes Wohl hin. Geh also mit Zuversicht voran. Leidenschaft liegt in der Luft und es heißt jetzt, den Reigen der Liebe zu tanzen. Es ist an dir, ihn zu eröffnen. Rat des Schicksals bestätigt das, ne? Das ist so. Das Universum hat da definitiv seine Fingerchen im Spiel. Und Ritter der Kelche unter dem Namen, meine Lieben. Oh, guckt es euch an. Ich glaube, dass man sich hier guckt es euch an. Die drei Stäbe, ja. Und das ist genau das, was ich wahrnehme. Das ist deine Energie und das ist die Energie von deinem Gegenüber. Jeder fühlt sich so zum anderen hingezogen, aber jeder beobachtet das, ne, der Gehängte und die drei Kelche, jeder beobachtet das so ein bisschen aus der Ferne, ist so ein bisschen in einer abwartenden Position, was auch völlig in Ordnung ist. Ne, man sollte während rückläufiger Merkur keine voreiligen Schlüsse ziehen. Aber ich habe das Gefühl, und da reden wir von der Mitte des Monats, ich habe das Gefühl, dass alle Informationen, die ihr braucht, ich rede hier von ihr, alle Informationen, die ihr braucht, um euch gegenseitig eure Gefühle zu gestehen oder sich da zu öffnen oder ein bisschen konkreter zu werden, also die Gegebenheiten unterstützen dich und die Maske, die hier fällt, ist einfach die Coolness-Maske. Ne? So, die Coolness-Maske, das ist die Maske, die fällt. Denn an der Unterseite des Decks, meine Lieben, das Ass der Kelche. Nochmal. Und der Tod. Das ist die Veränderung. Okay. Verstehe. So, ich hätte gerne eine letzte Karte, bevor wir ins Extended einsteigen. Zur Young Energie. Eine Karte zur Young Energie. Schauen wir mal. Ich muss sagen, jetzt wo ich den Ritter der Kelche so zu dir gelegt habe, ich habe das ja ganz intuitiv gemacht, ne, wie ich die Karten gerade hingelegt habe. Und den Pagen der Kelche, wobei, nein, das kann ich auch nicht sagen. Ich habe das Gefühl, du bist ein bisschen selbstsicherer möglicherweise in deinen Gefühlen, weil du schon ein Dritter bist. Aber der Page der Kelche kann auch, ne, spricht ja von Kommunikation. Wir haben sehr viel Kommunikation hier. kann auch der zögerliche Anlauf sein vom König der Kelche. Ne? So, hey, Löwe, find dich gut. Vielleicht wartest du auf das. Vielleicht wartest du auf dieses Zeichen, dass du sagen kannst, ja, okay, jetzt wo du das geäußert hast, jetzt greife ich auch danach. Eine Karte zur Young-Energie. Okay, meine Lieben, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wer den ersten Schritt geht, die neuen Kelche, aber ich liebe diese Energie. Und sie ist auch so schön wässrig. Sie ist so schön so gefühlsbetont. Ich glaube, dass ihr beide ineinander seht, was ihr euch wünscht. Ne? Wirklich. Und wenn ich jetzt... Nein, Hunde. Wenn ich jetzt den Ritter der Kelche hier so herlege, vielleicht ist diese Botschaft aus der Young-Karte an dich. Ne? Es gibt keinen Grund, sich nicht zu trauen, da irgendwie den ersten Schritt hinzugehen. Vor allem, ne, vertraue auf dein Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass ich hier von einer total schönen Verbindung spreche, ne? Von einem schönen Kennenlernen. Also hier liegt ganz viel Leichtigkeit. Klar, der König der Kelche, der kann irgendwie noch ein bisschen reserviert oder zurückhaltend sein, aber und du auch, ne? Du auch. Ich würde euch raten, meine lieben Löwen, wartet den rückläufigen Merkur ab und dann schaut auch, wie das Universum euch da irgendwie dabei behilflich ist, aber ich finde, das sieht richtig gut aus hier. Genau, meine lieben Löwen, so lasse ich das hier stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Da ich mir sehr sicher bin mit diesen ganzen Kelchkarten, dass wir von einer Liebe sprechen, wird das eine Liebeslegung, wo ich nach deinen Energien und nach den Energien dieses Gegenübers ein bisschen schaue. Und dann schauen wir einfach, was das... was das Extended uns nun auch zu erzählen hat. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos hier auf YouTube in meiner Kanalmitgliedschaft. Wenn du gerne Teil meiner Soul Family werden möchtest, findest du ebenfalls unten in der Infobox alles, was du dazu wissen musst. Und für die Löwen unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen, also Ass der Kelche, Neun Kelche, Königin der Kelche, König der Kelche,
zwei Menschen, die noch ein bisschen reserviert sind oder die einfach in der Kennenlernphase sind. Ne? Ich sehe hier keinen Grund, irgendwas zu übereilen. Ich sehe, dass ne, das Schicksal meint es gut mit euch. Wenn du einfach noch ein bisschen in diesem gehängten Modus bist und sagst, ich bin mir noch nicht ganz sicher, dann lehn dich zurück in deinen Königin der Kelche-Stuhl, schau, wie die weitere Kommunikation so verläuft, wie die nächsten Treffen so verlaufen. Du wirst alle Informationen bekommen, die dir dann, ne, die dir dann das Go geben. Ne? Du wirst auf jeden Fall wissen, was du willst, und du wirst auch wissen, wer den ersten Schritt macht, ne, zwischen euch. Das ist schon so ein bisschen eine subtile Energie mit dem Pagen der Schwerter und dem Pagen der Münzen und dem Pagen der Kelche. Aber achte auf deine Intuition, auf deine feinfühlige Ader hier. Vielleicht liegen die Informationen, was der König der Kelche fühlt, so ein bisschen zwischen den Zeilen. Aber ich sehe, dass du das kannst. Du kannst zwischen den Zeilen lesen, auch mit dem schönen Schein. Du kannst hinter die Maskerade schauen. Auf jeden Fall. Und wenn du dir da deiner Gefühle sicher bist oder ne, wenn dieser Punkt kommt, und wie gesagt, vielleicht unterstützt dich ja auch das Universum, dann hab keine Angst, ne, der Narr spricht von take a leap of faith, dann hab keine Angst, irgendwie den ersten Schritt zu gehen oder dich da irgendwie zu öffnen, und geh da unbedacht dran. Ich sehe keinen Grund, da irgendwie Sorgen oder Zweifel, die hier ja überhaupt nicht liegen, ne? Gar nicht. Aber da in deine Energie kommen zu lassen, ich glaube, dass wir hier vom Beginn einer Liebesgeschichte sprechen und ja, dass ihr euch weiterhin annähern werdet. Was soll ich euch sagen? Auf emotionaler Ebene. Und genau so, meine lieben Löwen, entlasse ich euch in den Januar. Vielen lieben Dank, vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!